Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Saub am Start für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Freunde, wir machen weiter und zwar mit der Pythagoras Odyssey, mit der Pythagoras Storyline. Was ist denn da so krass? Ah, meine Besatzung. So, wir sind nämlich jetzt auf Kythera. Und ihr seht es links oben. Das ist der nächste Ort, wo wir dieses ultimative Tier und Herausforderung finden. So sieht es nämlich aus, Freunde. Deswegen bin ich schon mal vorgesegelt und hole mir jetzt als allererstes mal natürlich den Aussichtspunkt. Moment. Den Stein nehmen wir mal mit. Und ja, Freunde, vielen Dank natürlich wieder fürs Einschalten, dass ihr dabei seid. Vielen Dank natürlich an die aktiven Supporter da draußen, die immer noch am Start sind bei diesen kleinen, aber feinen Projekt, was noch nicht abgeschlossen ist, aber ja auch die nächsten vor allem, nee, der erste große DLC steht glaube ich auch noch schon bald in den Startlöchern. Ich weiß gar nicht genau, wann der rauskommt. Ich glaube im Dezember oder so kommt der erste DLC im Dezember. Bis dahin müssen wir auf jeden Fall durch sein mit der Story, Freunde. So, das heißt, Moment, warte. Wenn das hier schon alles erscheint, nehmen wir das auch mal kurz mit. Zack. Okay. Haut rein, Jungs, ich hab euch beklaut. Egal. Let's go. Oh, da ist schon der Aussichtspunkt. Loslassen. Hier reinklettern. Nein. Nein. Du machst, was ich dir sage. Oh, okay, alles klar, gut. Okay. Woo. So, Freunde, natürlich, wenn ihr Bock habt, weiterhin auf die Videos weiterhin bewerten, Freunde. Twitter, Instagram abchecken, Twitch abchecken, seid dabei, ja. Seid einfach dabei, warum nicht? Ist doch geil. Seid einfach dabei, auf Twitter kriegt ihr die Benachrichtigung. Überall natürlich, wenn ihr Bock habt, auf die Glocken und Benachrichtigungen aktivieren und so weiter und so fort. Ist ja eh heutzutage eine absolute ekelhafte Krankheit. Du bringst die Leute dazu, dich zu abonnieren, dir zu folgen. Aber damit sie möglichst vieles von dir mitbekommen, müsste sie nochmal 15 Sachen aktivieren, damit es auch wirklich geschieht. Und selbst da gibt es nicht mal eine Garantie, dass es passiert. Man kennt es, ja. Alles schön zur Leistungssteigerung vor allem, zur Reichweiten und Bereicherung der einzelnen Social-Media-Plattformen. Das ist ja genauso wie auf YouTube, da kannst du auch die Glocke aktivieren und trotzdem hast du keine fucking Garantie, dass du eine Nachricht bekommst. Ist halt einfach, naja. Freunde, so ist es halt, ja. So ist es halt. Was soll man machen? So ist es halt. Leider. So, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich sehe noch kein goldenes Fragezeichen, aber ich bin doch richtig. Warte mal. Kythera. Wir sind auf Kythera. So, Kythera. Das Ding ist nämlich, hier gibt's ein legendäres Tier. Hier gibt es noch einen Aussichtspunkt. Alter, für so eine kleine Insel. 3 Aussichtspunkte. Und den unteren Teil der Insel haben wir nicht mal erforscht. Das ist schon ziemlich krass eigentlich. Warte mal, schnell zum Schmied. Was darf ich dir zeigen? In der Hoffnung, dass er. Oh, nee, hat er natürlich nicht nur Lappen, ne? Aber können unsere Ausrüstung anpassen. Denn auf dem Weg hierhin bin ich Level 50 geworden. Ihr habt ja schon mittlerweile gesehen, wie oft das der Fall war, dass ich einfach auf dem Wasser war, vielleicht sogar nur ein Boot zerstört habe. Ein Schiff zerstört habe und zack, habe ich eine fette Abschluss, fette Mission abgeschlossen. Mein Gott, ich bin komplett durcheinander heute. Was ist denn los mit mir? Bist du dumm oder was? Das können wir auch nochmal verbessern. Und wenn wir noch haben. Nee, haben wir nicht. Okay. Danke fürs Vorbeischauen. Jo, ja klar. Ist klar, dass ich da bedanke, so viel Geld, wie ich da bei dir gelassen habe. Kytheras Gästehaus. So. Okay.
So, jetzt nehmen wir den Punkt mit. Okay. Haben wir jetzt irgendwas aufgedeckt? Wenn wir jetzt immer noch nichts aufgedeckt haben, dann muss es bestimmt hier irgendwo in dem Bereich sein, oder? Komisch. Ganz komisch. Hier unten ist es bestimmt. Wenn nicht anders, Freunde, wenn nicht anders, gehe ich gleich zu dem legendären Tier und wir versuchen das zu töten. Was heißt versuchen? Wir werden es töten. Das ist keine Herausforderung. Was ist das für eine Mission da unten? Ist das Kopfgeld? Ist das Kopfgeld? Ja, ist es. Aber die Frage ist, wozu soll ich jetzt noch die Kopfgeldmission machen? Ich bin ja Level 50 jetzt. Was hast du gesagt, Junge? Ja, hast recht. Also quasi hat er mich schon, oder? Nein, nicht aufheben. Blauer Dreck. Blauer Dreck. Das ist auf jeden Fall... Was willst du von mir? Ne? Was willst du? Kann Pelz ganz gut gebrauchen, also komm her. So. Beziehungsweise Leder. Leder kann ich ganz gut gebrauchen. Alter, was ist das für eine... Was ist denn das da hinten? Warum ist da so ein rosa geiler Baum? Aphrodites Schönheit. Das sieht schön aus, Alter. Das kann ja kein Kirschblütenbaum sein, oder? Oh, yes. Woo. Woo. Yeah, ein bisschen Tetten begrapschen, Junge. Yeah. Das ist mein Ding. So. Haben wir den nächsten Aussichtspunkt, aber ich weiß nicht, wo genau wir hin müssen. Für die Aufgabe müsste doch eigentlich ein goldenes Fragezeichen auftauchen. Aber ich glaube ehrlich, wir müssen in die Richtung weiter. Ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, Freunde. Reiten wir los, Phobos. Reiten wir los. So, was ist das für eine Mission? Das wird es ja nicht sein. Nee. Ja gut, dann reit. Vielleicht ist es auch hier. Nee, das ist schon wieder was anderes. Reiten wir einfach mal in die Richtung. Irgendwo muss es ja auftauchen. So. Oder habe ich es übersehen bisher? Nee, oder? Ist es die Mission? Ihr könnt uns nicht aufhalten. Nee, das ist nicht die Mission. Bewegung. Keine Zeit. Sorry. Komm schon. Wieder ein Aussichtspunkt. Irgendwas Goldenes? Ja, vor uns, aber... Vor uns ist halt die Hyäne.
Scheiße. Ella, nie zuvor. Ja, das. Juhu! Das wird das. Das wird das Anzeigebild, Junge. Was? Scheiße. Hallo! Ja, warte. Das muss das Anzeigebild werden, ja. Genau so. Ja, ja. Okay. Sag ich so ein Monster. Diese Bestie stammt. Oh, was bringt hier Sicherheit? Oh. Ich hab einen fucking Minotaurus besiegt. Komm jetzt her hier. Zack, Junge. Wow! Jetzt schon wieder Verbündete rufen oder was? Was war das denn? Was war das denn? Hä? Das brennt. Opfer, Alter. Krokotta, Alter. Irgendwie, ich weiß nicht, geht's nur mir so? Aber keine Ahnung, aber wenn ich den Namen lese, krieg ich Bock auf Kroketten, Alter. Was ist los? Was ist da los? Ja, okay. Ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf Kythera. Wir haben jetzt die komplette Insel aufgedeckt. Aber... Ist es vielleicht doch eine der Missionen, dass sie uns erst Hinweise geben oder sowas? Ein Gott unter Menschen? Drachen regieren die Welt. Ist es so, dass wir vielleicht erstmal... Das ist ja nicht mehr die Insel. Es ist ja Kythera. Es ist fucking Kythera. Ich verstehe nicht, warum das nicht angezeigt wird. Bei dem anderen letzten mit dem Minotaurus wird uns das auch direkt angezeigt. Da, oh, guck mal, da ist was Goldenes. Geh da mal hin. Oder übersehe ich irgendwas? Nee. Das sind ja alles nur normale Fragezeichen. Das verstehe ich nicht. Das, wie es aussieht, wird auch eine Festung sein oder irgendwas in der Art. Also ich dachte nämlich eher, wir kriegen erst... Ach guck mal, hier, darum geht es. Guck mal, da gehen wir da hin und dann ist wieder so eine Questline, wie halt beim Minotaurus. Da haben wir auch erst mit dem Jungen geredet, der hat uns davon erzählt. Und dann hatten wir so eine Questline, deswegen frage ich mich gerade, ob ich erst jetzt die Quest machen muss und dann den Hinweis bekomme. Oder was jetzt hier schief läuft oder sowas. Oder muss ich, warte mal. Muss ich vielleicht nachts hier sein? Muss ich vielleicht nachts auf der Insel sein? Nee, das ergibt doch auch keinen Sinn. Dann wäre doch irgendein Hinweis gekommen. Probier's trotzdem mal. Einfach just for fun. Dann sieht Phobos auch cooler aus im Dunkeln. Ella. Ella. Nee, es ist einfach nichts Goldenes.
Und die andere kleine Insel kann es ja nicht sein. In der Region Kythera. Oder ist es vielleicht doch? Aber guck mal, da werden auch Fragezeichen angezeigt, die sind auch beide nur weiß. Ja, vielleicht klapper jetzt einfach mal die Fragezeichen ab. Just for fun. Los. Luchse pirschen nicht ohne Grund. Da muss etwas in der Höhle sein. Ja, aber es ist auch nur eine Jägerhöhle, ne? Hm. Das ist wieder die Festung. Keine Ahnung, wenn nicht anders, müssen wir eine Mission machen. Ihr könnt es auch gerne reinschreiben, was ich machen muss. Also wo ich hin muss, genau. Aber es wird wahrscheinlich sowieso erstmal wieder ein paar Folgen geben. Das ist sowieso, was ich auch immer wieder gelesen habe. Einige haben ja immer wieder Tipps reingeschrieben. Aber wie gesagt, Freunde, das habe ich auch schon mehrfach im Let's Play erwähnt. Ich bin zwischenzeitlich 20 Folgen vor euch, so in der Aufnahme. Und in dem, was ich hochlade. Aber ihr könnt trotzdem natürlich Tipps reinschreiben. Weil, ja. Ist, wie gesagt, wir haben einige Folgen noch vor uns. So ist es ja nicht. Ich glaube, ich werde einmal eine Mission jetzt gleich machen. Obwohl. Schatzkammer. Geh mal weg, Junge. Ja, die Welt ist schon geil. Die Welt ist schon geil. Alter, wie viele Fragezeichen. Einsiedlerhöhle. Übrigens, was auch bestimmt der Fall sein wird, ich habe die letzte Folge ja noch nicht hochgeladen. Ich werde aber auf jeden Fall auf das Thumbnail Ende schreiben, weil es halt ein Ende ist in dem Sinne. Ich weiß sowieso jetzt schon, dass Leute wieder, das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ende. Ich werde 100%, Freunde, 100% werden Leute schreiben, weil die einfach nicht die Folge zu Ende gucken können, weißt du? Es wird so sein, Freunde. Es wird so sein. Das ist noch gar nicht das Ende, es geht noch weiter. Das ist noch nicht das Ende der Folge. Guck sie zu Ende und dann schreibe. Du bist ein Geschenk der Göttin selbst. Ja, das stimmt tatsächlich. Bei den Mäuren, sie wählte gut. Ich werde ganz rot, Fremde. Und dabei soll es nicht bleiben. Da bin ich mir nicht sicher, aber du kannst mit Sicherheit kämpfen. Ich bin vielleicht eine Priesterin der Liebe, aber ich beiße auch. Eigentlich immer. Es erfordert Mut, eine Priesterin anzugreifen. Du musst wichtig sein. Ich bin Diona, eine einfache Akolyte, geboren, um Aphrodite zu dienen. Diese Schläger sind Hunde des Kults des Kosmos. Es war nicht der erste Anschlag auf mein Leben. Der Kult. Erzähl mir alles, was du weißt. Sofort. Nicht hier. In der Stadt ist es sicherer. Begleitest du mich? Ja, natürlich, klar. Gehen wir. Du kannst mir über den Kult erzählen, was du weißt, wenn wir ankommen. Ja, stimmt. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Informationen über den Kult herausfinden, weil wir haben ja noch ein paar aufgedeckt zwar. Die können wir auch jagen gehen, aber... Ja. Jetzt los. Ist ganz schön hart drauf, Alter. Boah, ist der weggeflogen, der kleine Furz. Komm mal, guck, der arme Hund, weißt du? Ja,
Der arme kleine Hund, ich wollte dir nichts tun, aber es musste sein. Und zwar nicht für den Ruhm, aber... was macht die da, Alter? Ist sie auf Crack oder was? Was ist denn los mit der? Oh Gott, ja. Hier bin ich sicher. Der Kult des Kosmos schlägt nie in der Stadt zu. Gut. Erzähl mir mehr über ihn. Sofort. Lass mich kurz zu Atem kommen. Außerdem will ich noch die Aussicht genießen. Genug geplaudert. Sag mir, was du über den Kult weißt. Wie du willst. Wir haben den Kult immer im Auge. Aber neuerdings wird er kühner. Bei den Mäuren. Sie haben meine Schwester, die Hohepriesterin, dazu gebracht, sich einzuschließen. Ein Anführer des Kults muss dahinter stecken, wenn sie eine so öffentliche Person angreifen. Wir haben es nicht mit den gewöhnlichen Ratten zu tun. Meine Schwester will, dass ich Kythera vor dem Kult rette und die Kultisten entlarve, die ihr Ärger machen. Du riskierst dein Leben und sie versteckt sich? Absurd. Leider ist ihr Leben für Kythera wertvoller als meines. Bei den Mäuren, Söldnerin. Ich kann Kythera nicht alleine retten. Du musst mir helfen. Kythera retten? Ich arbeite nicht umsonst. Wahrlich eine Söldnerin. Der Kult hat Pläne für die griechische Welt. Und dank meiner Natur weiß ich, was sie als nächstes tun werden und wo es stattfinden soll. Diese Information könnte dir sicher nützlich werden. Oder wenn dich das nicht befriedigt, werd ich es. Es ist schon eine Weile her, seit du mit den Göttern sprachst. Und keine Sorge. Dein Dienst wird auch mit Drachmen vergütet. Wer könnte da Nein sagen? Also, was kann ich für dich tun? Drei einfache Aufgaben. Zunächst braucht mein Partner Hilfe beim Hafen. Statte ihm einen Besuch ab. Was noch? Meine Schwester glaubt, in unseren Reihen befinde sich ein Verräter. Sollte das stimmen, braucht sie deine Hilfe. Du findest sie im Tempel. Zuletzt wisse, dass Giftklingen die Waffen der Wahl einer Priesterin sind. Aber Banditen stahlen unsere Arzneimittel und verstecken sich nun in den Ruinen Mykenes. Wenn es nicht der Kult ist, dann sind es verdammte Banditen. Bring unsere Giftfiolen zurück. Sie werden im Kampf gegen den Kult nützlich sein. Dieser Partner, wo genau ist er? Frag nach dem Hafenmeister in der Taverne am Hafen in Skandea. Er ist der Trunkenbold. Der Tempel, wo ist er? Er ist beim Aphrodite-Heiligtum auf dem Hügel. Die Hohepriesterin versteckt sich dort in ihren Gemächern. Wie komme ich zu den Ruinen? Die Ruinen befinden sich südlich der Stadt und nördlich der Skandeia-Bucht. Die Giftfiolen sind in einem Beutel. Sie verstecken ihn sicher in einer Kiste in den Ruinen. Sei sehr vorsichtig mit ihm. Ich tue, was ich kann. Für dich und Kythera. Hab Dank, Söldnerin. Vielleicht, wenn all das vorbei ist, können wir zusammen sein. Konzentrier dich, Diona. Bis später. Okay, okay, okay. Das klingt schon ziemlich umfangreich, oder? So, warte mal, warte mal. Du, Daphne! Bestienbezwingerin, ich bin froh, dich wiederzusehen. Das Fell der Hyäne, nimm es. Diese flohverseuchten Aasfresser ekeln mich an. Wir müssen lernen, das Schöne in allen Dingen zu sehen. Du hast recht, es ist nur ein Tier und handelt nach seiner Natur. Wie wir alle, nicht?
Ich komme zurück, wenn ich die Fälle habe. Oh ho ho! Yes, Alter, geil, Mann. Bitte sei gut, bitte sei gut, obwohl es geht wie... Bitte sei gut, einfach. Sei einfach gut. Ich hab selber Bock auf so eine geile Kapuze, Alter. Ja, Jägerschar... Ja, das war klar. Aber dafür Kopfschussschaden. Aber es passt optisch gar nicht dazu. Egal, wir nehmen das trotzdem. Dann haben wir mal eine Kapuze, weißt du? Obwohl... Ja, dieses... Was ist das, Alter? Ja, dieses Rote mit diesem Goldenen und so, das passt jetzt nicht wirklich. Aber wir nehmen das, Freunde. Dann haben wir mal eine Kapuze, oder? So ein bisschen Assassinen-Kapuze. Gut, also, Freunde, das war's dann. Beim nächsten Mal, ja, wahrscheinlich dann entweder nochmal zurück nach Kitire oder Lesbos. Und, ja, Freunde, wir werden kommentieren nicht vergessen. Oh, Alter. Nicht mich angreifen jetzt. Ich will dich jetzt gar nicht töten. Ich verabschiede mich gerade. Also, wie gesagt, Freunde, wir werden kommentieren nicht vergessen. Alle Links abchecken. Beim nächsten Mal einschalten. Haut rein. Und tschüss.